Hi Leute und willkommen zurück zu Diablo 2 Resurrected. Wir sind in der Kristallhöhle angekommen und ja, wollen uns erstmal hier weiter durchmetzeln. Hier sind ein paar Harpien, aber die fallen relativ schnell um. Echte Opfer für uns. Ja. Aber die heißen irgendwie anders, sind keine richtigen Harpien. Ja, aber ansonsten sehen sie doch genauso aus, ne? Ja, so ziemlich. Oh, hier zum Gletscherweg. Können aber können jetzt einmal kurz zurück. Alles hier beseitigen, was hier noch so rumläuft. Was hier rumoxidiert. Ja. Genau. Das typische Hut oder sowas halt immer. Ja. Na. Meine Güte, hält ja was aus. Okay. Ah, schon wieder leer. Ups. Ich muss meinen blöden Gürtel schon wieder voll machen. Ich muss sagen, Bedienung ist echt bescheiden. So, tja. Mana-Trank, Mana. Noch Mana. So. Bist du runter? Ja, ne? Ja. Oh, das heißt, das ist schon wieder anders. Was ist jetzt? Ihr findet Anja unter dem Kristall beim Frostfluss. Genau, hier, also hier sind wir sogar so richtig. Oh, hier sind die Skelette. Fäulniswandler. Abschaum. Super, toller Name. Bei den Namen hat denen manchmal so ein bisschen die Kreativität gefehlt, ey. Ja, ich glaube auch. Oh, das läuft doch ganz gut. Ja. Wichtig. Meine Güte. Wow, sind das wieder. Nett. Jawohl. Auch Level up bei mir. Nice. Wir rennen trotzdem einfach weiter. Scheiß auf Größerung. Ja, kommt ja gleich. Ups.
So, Kristall hat sich irgendwie aktualisiert jetzt. Ja, wir müssen jetzt retten. Dann retten wir mal, was zu retten ist. So, haben wir alles. Wow. Ja, wo ist denn die Person, die wir retten sollen? Gute Frage. Hab sie bislang nicht gesehen, du? Da kommen die noch. Action. Auf oder was? Der eine ist auf jeden Fall immun gegen Kälte, der jetzt gerade. Na toll. Alter Schwede. So, wieder die Mana trinken mit. Hier ist sie. Mach du das mal. Mal sehen, ob dein Quest aktualisiert wird. So kalt, edler Held. Nilatak hat mir das angetan. Sie quatscht. Falls ihr gekommen seid, mir zu helfen, liegt meine einzige Hoffnung bei Mala. Bitte sagt ihr, dass ihr mich gefunden habt. Okay, wir sollen Mala Bescheid sagen, dass wir sie gefunden haben. Sauber. Nun? Hat sie immer noch ein Ausrufezeichen über sich? So kalt. So. Verstehe ich nicht. Verstumme mit ihr. Hab ich eben gemacht. Ist bei dir auch noch das Ausrufezeichen über ihr? Ja, wir sollen ja jetzt mit der quatschen. Dann gehen wir mal kurz zurück. Quatschen wir mal mit der. Und jetzt benutzt das Elixier, das man euch gegeben hat, um Anja aufzutauen. Wieder zurück, geht durchs Portal. Okay, du hast selber schon irgendwas angenommen. Mach mal. Mach mal. Ich hab nix. Du hast es angenommen. So, jetzt ist sie frei. Perfekt, ist sie. Quest geschlossen. Oh, wir müssen schon wieder zurück. Super. Ich bin Maler. Wow. Ah. Bist du als erstes? Ja, ich quatsch mal mit dir. Guten Tag. Habt vielen Dank, dass ihr uns Anja zurückgebracht habt. Ja, Belohnung erhalten. Als Zeichen meines Dankes habe ich diesen Zauber gewirkt, der eure Widerstandskraft steigert. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber vielleicht kann es euch nützlich sein. Ach, 5 Punkte. Bitte geht und redet mit Anja. Sie hat wichtige Neuigkeiten über Nilatak. Aha. Wir müssen nochmal mit ihr reden. Diese Anja. Sie hat wichtige Nachrichten über Nilatak oder so. Warum immer das ist. Wo ist die denn jetzt? Anja da unten. Hi. Ihr habt mir und meinem Volk gezeigt, dass ihr ein wahrer Held seid. Dies sind dunkle Zeiten, Krieger. Ich hoffe, ihr könnt Baals Schreckensherrschaft beenden. Wow. Unser Ältestenrat, dem auch mein Vater Aust angehörte, und was ist gab's nicht jetzt? Mehr. Nur die Aussicht auf Rache an Baal hat uns vor völliger Verzweiflung bewahrt. Keine Ahnung, nix. Doch. Dank, edler Held, ein Schild, Schwefelschild, habe ich bekommen. Als Zeichen meiner persönlichen Dankbarkeit gebe ich euch dies. Ich habe es von Lasuk eigens für euch anfertigen lassen. Aha. Dann sagte mir, er habe mit Baal einen Pakt zum Schutz von Harugard geschlossen. Als Gegenleistung für die Gnade des Dämons will der verblendete Narr Baal das Relikt der Urahnen geben, unser heiligstes Totem. Damit ermöglicht er Baal, den Berg Ariad unbehelligt von den Urahnen zu betreten. Ich habe versucht, Nilatak aufzuhalten. Dann müssen wir hier zu dem Tempel, ne? Eingesperrt. Nächstes. Nilatak muss auf das rote Tor, werden, bevor er die geht durch das andere Portal, ja, gibt. Zum Tempelchen. So gerne ich ihn zu Tode würgen würde, ich fürchte, mir fehlt die Kraft dazu. Ihr müsst durch dieses Portal, das ich geöffnet habe, in sein Lager eindringen, ihn besiegen und das Relikt der Urahnen zurückbringen. Lasst Nilatak nicht zerstören, was wir seit Äonen beschützen. Okay, jetzt Nilatak, Herr Böser. Okay, Questlog. Oh. Ja, geh halt einfach zu.
Hä? Jetzt geht mein Festlock nicht mehr auf und. Ach, egal. So, du bist schon durchgegangen oder wie? Nee, ich verkauf gerade die Sachen. Ja, dann guck ich auch nochmal, ob ich irgendwas ablegen kann. Hallo? Ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann nicht mal die Kiste mehr öffnen. Hä? Stets zu Diensten. Okay, mit dem kann ich noch reden. Verstehe. Ganz merkwürdig, egal. So, das kann ich bestimmt verkaufen. Oder hat das mir dann 5 bis. Wieso machen meine Waffen eigentlich immer so wenig Schaden? Bei Zauberin ist es nicht so wichtig, weil ja, du schlägst ja nicht mit den Waffen, das ist es halt, ne? Ja, worauf muss ich denn hauptsächlich achten? Blitzwiderstand, Feuerwiderstand. Also mein jetziger Stab hat ja plus 45% erhöhter Schaden. Das wird wahrscheinlich für Magie helfen. Also, plus 19 Max-Schaden. Du musst, ruf doch mal einfach hier bei dem Charakter, also A oder C auf, und dann siehst du ja, wie viel was zum Beispiel verursacht an Schaden. Ne? Also ich habe zum Beispiel 84, Blizzard 150 bis 193. Na siehst du, der Blizzard ist ja das, was richtig reinhaut bei dir, und das ist ja das, der magische Schaden, würde ich sagen, oder? Ich denke, zählt unter Stärke. Ja, dann fällt das noch damit runter, und dann alles, was die Stärke erhöht, müsste dann ja auch quasi das auch dann betreffen, diesen Bereich. Wenn ich jetzt den Stab wechsle, passiert gar nichts. Genau, weil der Stab ist ja dann der andere Eintrag, ne? Ja, der Stab beeinflusst jetzt quasi nur die Vitalität. Und unten Blitzwiderstand. Ich muss den kleinen Stab nehmen, der hat einfach nur Vorteile. Ja, wenn er dir mehr Punkte in den anderen Bereichen bringt, ja, weil die, auf den Schaden vom Stab kommt es wirklich nicht drauf an bei dir, weil du nie damit schlägst. Ja, aber wie gesagt, der Stab, den ich jetzt hatte, ist irgendwie scheinbar sinnlos. Also, wir ändern sich wirklich nur die Werte Leben, Mana? Nee, Mana auch nicht. Eigentlich nur Leben, Blitzwiderstand und Feuerwiderstand. Hm. Da war ich ein kleiner halt, ist mir doch egal. So, hier, weg mit dem anderen. Zack. Naja, so. Hier, durchs Portal? Hm, wo ist denn das? Hier unten war das, ne? Ach ja, das Rote, ne? Ja. Dann durch da. Könnte das eine Falle sein? Oh, Questlock. Okay, eine Quest ist bei mir geblockt, aber ich habe die neue. Verrat in Harrogate. Wow! Warum zu verprügeln, ihr Penner? Welche ist denn geblockt? Hier oben in der Mitte. Ja, das ist ja die zweite gewesen, genau. Ja. Das war ja meinetwegen. Ja, ist ja geil. Wir haben ja gemerkt, wir können Quests so machen. Auch ohne, dass wir die wirklich brauchen. Meine Güte! Beweg dich. Wo bist du eigentlich? Ich bin da reingegangen. Ich bin. Du bist da unten. Ja, ich bin auch der Portal. Ich bin doch auch bei dir hier. Wo bist du? Ich seh dich die ganze Zeit nicht. Ja, weil ich schon oben war, in dem Häuschen drin. Wir waren so viele Gegner. Bei dem Häuschen bei mir auch. Alles durch. Nur fein und denkst so, hey, wo ist der Junge? Einfach weg. So. Weggelaufen. Ist eigentlich jeder Böse ein riesiges Schloss mit Untergrund und allem. Ja, wir müssen halt entsprechende Banden haben, ne? Ja, die haben Kohle. So. Okay.
Ups. Komm schon. Da bist du bestimmt lang. Au! Das gehört mich so behindert an. So. Hier ist nix? Okay. Muss man mal kurz. Das ist gut. Das dauert immer ewig, hier den Gürtel zu befüllen. Das ist eigentlich noch so ein Schriftstück? Schriftstroll des Widerstands, das muss ich jetzt mal benutzen. So. Ne, mehr Widerstand. So, einmal zurück hier. Ich glaube, wir müssen nämlich zurück und dann oben lang. Ach so, jetzt habe ich das reingepackt, okay. Wie, was, wo? Du bist so lang gelaufen. Alles so. Sackgasse. Na toll. Ich dachte, da wirst du lang hin, tut mir leid. Ja, schade. Dann versuchen wir nochmal nach unten. Da war auch noch ein Teilstück. Bevor wir uns dann auf die rechte Seite durchschlagen. Ja. Stehen nach dem Plan. Erstmal die Sackgassen ablaufen. War ich dir denn? Meine Güte, da auch nicht so dumm anzuspringen. Okay, jawohl. Sackgasse fertig. Jawohl, Sackgasse gefunden. Mission kann weitergehen. Läuft bei uns. So. Das ist unten links noch. Ja, dann glaube ich, müssen wir nochmal hier. Lass ich mal liegen. Mein Güte. So. Wieder Sackgasse. Aha. Wir haben es auch echt mit unseren Sackgassen. Ja, aber es ist auch ein großer Dungeon hier, ne? Weil ich glaube, es ist nur eine Ebene und dann siehst du ja, es ist hier sehr verwinkelt alles. Ich muss mal wieder ausruhen. So. Auch echt mehr Tränke. Krass. Gehen wir jetzt schon wieder aus. Wieder auf. So, das ist nix. Alter, Mann, ey, ist das groß, ey. Ja, besser als andere Dungeon, der wäre winzig. Oder die kleinen Mini-Dinger da. Stirb doch einfach. Meine Güte. Na, kommen wir näher. Oder sieht das nur so aus? Thank you.
So, der Mana. Zauber mehr alles. Skelette, die haben auch viel zu große Schwerter, oder? Dass sie immer so einen Schlag machen und dann so. Naja, die pushen einen so weg. Das ist. Ja. Für die ist es effektiv in dem Moment, aber. Ach, hier ist es. Hä? Ich habe jetzt einen hohen Schild gekriegt, ne? Ne, das war. Also das war es ja noch nicht hier, ne? Ist richtig. Obwohl es relativ final aussieht hier, ne? Ah, das ist. Das ist hier Hallen der Qual. Und wir müssen. Ah, es wird noch weitergehen, pass auf. Okay. Kann sein, dass die Heinis hier mal wieder aufstehen. Boah, Alter, haben wir hier schon erkundet. Nicht, dass wir über deine Aufnahmezeit kommen, ne? Ja, machst du über 22 Minuten, passt schon. Was noch? Okay. Oh, hier unten. Ja, wenn es in Action ist, geht das schon. Wenn der Part ein bisschen länger ist, ich glaube, das stört hier niemanden. Na, Sackgasse, wie immer. Jawohl. Komische Falle. Alle erwischt. Hier, es geht nach unten. Yay. Nee, was? Aber es ist immer noch nicht die letzte Halle. Es geht noch eine weiter. Oh, hier ist ein Alien. Wir müssen auch gleich wieder im Level steigen, ne? Ja, ich bin bei 75. Passt schon. Wir wetzeln ja hier eigentlich schon gut was weg. Da ist nichts, wo ich bin. Ich komme zu dir. Auch eine Sackgasse. Ja. Sehr gut, dann zurück. Dann auf die andere Seite. Schießen wir mal die Opfer. Ja, schon ein bisschen hässlich aus, die Viecher hier. Mal wieder. Schön. So, zack. Oh, da war ein Spark. Narakto. Nice. Boah, alter Schwede, auch wieder eine Sackgasse. Ah, ätzend.
So, jetzt will ich aber langsam Schluss machen. Ja, okay, dann lass mal kurz hier. Ja. Bleiben auch hier, die auch killen. Dann haben wir auch erstmal wieder Leute geschafft. Du kümmerst dich um die. Ich bin der Part. Ja. Wir werden uns weiter hier durchmetzeln. Mal gucken, ob wir unser Ziel endlich mal finden werden. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.